Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Family Dynamics Challenge. Ich freue mich sehr. In der letzten Folge hatten ja Miguels jüngere Brüder Geburtstag. Sie wurden zu Kleinkindern und Raul ist hier draußen. Ich glaube, er hat gerade in die Windel gemacht. Und hier drüben haben wir Amando, der macht, ich weiß auch nicht was, aber ich würde gerne mal, die Großmutter kennst du schon, genau. Und den Großvater, huch, Videospiele mag, ja, du darfst. Hallo Großmutter, Liebhaben, ja bitte, das ist doch süß. Hallo Oma, ich hab dich ganz doll lieb. Oh, sie will nicht? Oh, wie gemein. Ah, jetzt. Okay, ich dachte schon, das ist ja voll gemein. Kennst du deine Tante schon? Just go away. Offenbar nicht. Kannst du sie lieb haben? Das ist ja mal eine Frage. Wann wird Lola eigentlich zur jungen Erwachsenen? Sie ist immer noch Teenager. Na, will sie dich auch knuddeln? Ja, gucke mal. Das ist doch schön. Ein Kuss hauchen, was? Oh, wie süß. Und was hat er jetzt? Großelterliche Liebe, weil Großeltern über Nacht bleiben. Großeltern sind einfach das Beste auf der Welt. Amando ist so froh, dass sie zu Besuch kommen. Vielleicht staubt er ja sogar ein paar Süßigkeiten ab. Oh, die Welt ist ein schöner Ort voller netter Leute. Amando ist froh, einige von ihnen Familie zu nennen. Oh, wie süß. Richtig niedlich. Ja, ich möchte heute mal... Oh, sie macht hier ein bisschen Basketball. Das ist doch gut. Ich möchte heute unbedingt mal mit der Familie irgendwie in den Park, damit wir ein paar Kleinkinder kennenlernen. Denn ich habe eine neue Mod, mit der man Kleinkinder kennenlernt. Und er muss hier immer noch... Er hat immer noch voll viel zu tun. Haben wir das schon mal geschickt? Ja, das nehmen sie an. Und das hier müssen wir noch bearbeiten. Ah, mein Gott. Ich sag das immer, ne? Das ist so nervig. Warum sage ich das immer? Das ist mein Gott. Ich sag das ständig. Tut mir leid. Huch, Amando ist aggressiv. Es ist deutlich geworden, dass Amando ein bisschen aggressiver als andere Kinder ist. Aggressive Kleinkinder ballen gerne und neigen dazu, andere Sims, mit denen sie nicht gut befreundet sind, zu schlagen, zu beißen und zu treten. Dazu müssen sie nicht einmal wütend sein wie andere Kleinkinder. Also vorsichtig. Amando, also echt. Ich glaub's ja nicht. Oder haben wir ein Stinkekind? Ja, willst du das Stinkekind mal baden? Miguel baden. Ja, sie sagt's auch schon. Puh. Ah, wie cool. Jetzt haben wir für einen Tag drei Kleinkinder, aber morgen ist ja schon Miguels Geburtstag. Ich kann's kaum glauben. Er wird wirklich zum Kind. Es geht so schnell irgendwie. Es geht einfach so schnell. Oh, wir müssten die Betten noch umbauen. Ah, ich baue die jetzt nicht um. Ich nehme einfach neue. Also ich stelle jetzt einfach neue hin. Wo sind die denn? Hallo, ich würde gerne die nehmen, die genau gleich aussehen. Hier. Einmal das und einmal das. So, dann haben wir das auch. Weil die beiden sind müde. Dann schicken wir die gleich ins Bett. So, der Geburtstag ist tatsächlich vorbei. Ich schicke jetzt beide
mit den Kids ins Bett und dann schauen wir mal, dass wir morgen einen kleinen Ausflug in einen Park machen, den ich platziert habe und hoffentlich da ein paar Toddler treffen. Rau liebt es, getragen zu werden. Rau liebt es, herumgetragen zu werden. Kleinkinder, die es lieben, herumgetragen zu werden, mögen es besonders von ihren Betreuungspersonen getragen zu werden. Sie bitten auch eher darum, hochgenommen zu werden, wenn sie eine Weile nicht getragen wurden. Wie süß. Okay. Mal schauen, ob er uns dann immer mal wieder drauf anspricht. Und die beiden lesen jetzt hier ein Kinderbuch vor. Ja, wir haben 444 Simoleons gemacht. Kreisch, der Art Director des Studios, ist hin und weg von den Icons, die Cory erstellt hat. Ich freue mich. Die sind ja sowas von süß. Cory erhält nicht nur einen Bonus für die erstklassige Arbeit, sondern das Studio beschließt sogar, ihm den ehrenhaften Status eines Sim-Gurus zu verleihen. Na, das ist doch mal was. Jetzt kann er ins Bett gehen und dann schauen wir mal, dass wir morgen einen neuen gleich annehmen. Wir könnten eigentlich auch jetzt gleich noch einen annehmen. Wir haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, weil wir schon Level 4 sind. Und hier bekommen wir 1125. Wir probieren das einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Referenzbilder studieren. Okay. Ja, das machen wir aber dann morgen. Das machen wir definitiv morgen. Raoul scheint einen leichten Schlaf als andere Kinder zu besitzen. Kleinkinder, die einen leichten Schlaf haben, wachen schneller auf und müssen wieder zum Einschlafen gebracht werden. Ja, dann schlaf du mal noch weiter, kleiner Mann. Und lieb die Aufweckzeit. Raoul ist beim Aufwachen häufig gut gelaunt und fröhlich. Kleinkinder, die die Weckzeit lieben, sind verglichen mit anderen Kleinkindern häufiger glücklich, wenn sie aufwachen. Das ist so süß. Ich kümmere mich hier gerade um die Kuhpflanze. Die hat mal wieder den Kuchen draußen. Und ich habe so Angst, jetzt nachdem Estella gefressen wurde, dass nochmal was passiert. Amando. Tiefer Schlaf. Amando besitzt einen tiefen Schlaf. Kleine Kinder, die einen tiefen Schlaf besitzen, wachen nicht so schnell durch Umgebungsgeräusche auf, schrecken selten aufgrund von Albträumen aus dem Schlaf und sind meist gut ausgeruht. Das ist doch toll und die Kiddies sind sehr hungrig. Oje. Oh, was ist denn hier los? Um Himmels Willen. Die beiden haben Hunger. Ich würde sagen, wir stehen jetzt mal auf. Was macht ihr denn da? Streitet ihr euch? Nimm mal den kleinen Amando auf. Dann packen wir den gleich hier runter. Amando hier absetzen. Dann kann er nämlich was frühstücken. Amando hat gerade seinen Großpapa geschlagen. Und jetzt kommt, einige Sims scheinen einfach nicht miteinander klarzukommen. Jedes Gespräch und jede Interaktion hat das Potenzial, unangenehm zu werden. Und dies ist bei Amando und Valerio definitiv der Fall. Familienmitglieder mit der Familiendynamik schwierig sind häufig gemein zueinander, begegnen sich mit Verbitterung und lehnen Höflichkeitsbesuche ab. Ja, dann ist das wohl so. Um Himmels Willen. So, Cory macht wieder alles andere als das, was ich ihm aufgetragen habe. Setzt den Guten mal ab und dann gehst du den. Aber umarmen tun sie sich trotzdem? Das verstehe ich nicht. Amando ist wählerisch beim Essen. Er ist sehr pingelig, was Essen angeht. Kleinkinder, die wählerisch beim Essen sind, mögen viele Speisen nicht und lehnen das Essen häufig ab, was ein wenig chaotisch werden kann. Sie essen außerdem nur aus eigenem Antrieb, wenn sie hungrig sind. Ach hey, na gut, aber wir müssen dich jetzt unbedingt baden, wie es aussieht. So, alle Kiddies sind versorgt und ich würde sagen, Cory geht jetzt mal mit allen drei in den Park. Ich hoffe jetzt sehr, dass der Mod funktioniert, den ich installiert habe und dass auch ein paar Kleinkinder kommen.
Wir schicken jetzt hier mal unsere Kiddies ein bisschen in den Park spielen. So. Und dann hoffen wir, dass ein paar Säuglinge kommen. Das ist ein Park, den ich aus der Galerie habe. Es ist ein kleiner Park, aber ich find's ganz cool, dass wir hier auch so einen kleinen Park haben. Das gefällt mir ganz gut. Und hier hat es schon ganz viele Erwachsene am Schaukeln. Das ist toll. Cory kann ja auch mal schaukeln. Aber ich hoffe sehr, dass ein paar Toddler kommen. Kleinkinder. Das wäre ein Traum. Und jetzt stachsen hier unsere drei Jungs alle Richtung Spielzeug. Das ist einfach so süß mit dem Wasserpark. Mit diesen Wasseranlagen, das ist einfach traumhaft. Und Miguel rutscht erstmal ein bisschen, das ist doch toll. Nee, er sitzt jetzt da einfach, oder wie? Ich habe auf Klettern gedrückt. Okay, verstehe. Und irgendwie spawnen hier auch voll viele Tiere. Ich habe keine Ahnung warum. Ist aber ja eigentlich auch egal. Er hat Level 4 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Ich finde das schön, wenn wir mal so ein bisschen was machen mit den Kids. Yay. Das Bällebad sieht immer noch ein bisschen komisch aus, aber gut. So, wie sieht's denn hier aus mit Kleinkindern? Irgendwie nicht. Hier kommt noch die Schulleiterin. Da! Ein Kleinkind! Raoul, geh hin. Red mit Fremden, ja. Raoul, geh zu diesem Kleinkind. Wer ist das? Stefan. Rede mit Stefan. Bitte. Ah, wie cool. Zumindest so ein bisschen hat es schon funktioniert. Hier kommt noch ein kleines, ja, nackig. Da kann sich ja Amando mal vorstellen. Liebhaben. Finde ich super. Liebhaben ist immer eine gute Variante. Einfach mal liebhaben. Süß. Jetzt kennen die sich. Er kann beißen. Oh nein. Über Geschwisterkind brabbeln. Mach doch lieber solche Sachen mal. Hallo, ich bin der Raoul und du? Er traut sich jetzt noch nicht so richtig. Er hat immer noch mit Fremden reden. Aber das wird schon. Wow, hier ist echt was los. Das ist ja krass. Ich freue mich gerade richtig, dass wir jetzt ein paar Freunde finden. Ich werde die definitiv noch umstylen, wenn es geht. Weil sie sehen so ein bisschen crazy aus. Also vor allem sie mit Handschuhen, Gummistiefeln. Aber ich finde es toll, dass das jetzt so weit funktioniert hat, dass wir ein paar Freunde treffen. Das ist mega. Und dann habe ich noch eine Familie platziert. Ich glaube, dort gehen wir uns gleich einfach mal vorstellen. Die habe ich aus der Galerie. Wunderschöne Familie. Auch mit Kleinkindern. Und da gehen wir einfach mal vorbei und stellen uns einfach mal vor. So, sind neue Nachbarn, so nach dem Motto: Hallo, schön, willkommen in der Nachbarschaft. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Wir haben es ja jetzt eigentlich auch gesehen hier. Und mehr Kleinkinder scheinen nicht unbedingt aufzutauchen. Oh, hier ist noch jemand. Hier ist gerade noch jemand. Huch. Hallo Marina. Stell dich doch mal vor. Oder halt dein Liebhaben. Das ist auch okay. Und jetzt tauchen auch ein paar Kinder auf. Oh, hier ist schon das Mädchen aus der Familie, die ich platziert habe. Ah, wie schön. Hallo, ich hab dich lieb, wer auch immer du bist. So süß. Beschwichtigen, oh, weil sie traurig ist. Ha, es kommen ja richtig viele. Ah, wie cool.
Hallo, Hallihallöchen. Das ist ja gerade voll toll. Es kommen immer mehr. Ah, ich finde den Mod jetzt schon toll. Ich finde den super. Aber er will schlagen, beißen. Es ist der Wahnsinn. Oh, da hat er sie getreten. Oh nein, jetzt weint sie. Oh nö. Ah, die Arme. Das ist ja echt. Ja, mach in die Windel. War ja klar. Ja, da ist sie davon gelaufen, Amando. Da hast du Pech gehabt. Wenn du die Leute so behandelst, was, dann wollen die nicht mehr. Also echt. Du kannst ja mal die Katze streichen. Freundlich vorstellen. Ah, Bartolomeo Bittelband, Sir. Meine Güte. Hallo, kleine Gatzi, streicheln. Auch mega süß, die Interaktion mit den Tieren. Ja, aber ich finde es einfach wichtig, dass Raoul und Amanda endlich auch ein paar Freunde haben, die wir dann vielleicht einladen können oder so zu irgendwelchen Treffen. Das finde ich irgendwie ganz wichtig, wie er sich immer vorstellt, mit den Händen vor den Augen. Das ist so süß. Oh, warum bist du traurig? Fremde Gefahr. Ungemütlich nass. Ja, das tut mir leid. Alle sind gerade ein bisschen traurig. Siehst du er auch. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen dann mal weiter, noch kurz zu diesen Nachbarn und dann wieder nach Hause, weil den Kids geht's halt immer so schnell nicht mehr so gut. Hier sind wir auch schon. Und da sehen wir George. Jean. Jorge. Oh je. Das ist wieder toll. Warum kannst du hier nicht an die Tür klopfen? Ist mal wieder eine andere Tür als Haustür markiert. Bestimmt diese hier. Nee. Wir können nicht an die Tür klopfen. Achso, ja, nee, mit den Kids natürlich nicht. An Tür klopfen. Dann können wir uns auch gleich mal hier beim Vater vorstellen. Der Matteo. Hallo. Fröhlich vorstellen. Ja, das kannst du machen. Ja, wir sind hier die neuen Nachbarn. Oh, er muss aufs Klo. Schön, euch kennenzulernen, beziehungsweise wir sind eure Nachbarn. Ihr seid die neuen Nachbarn. Ich dachte, wir kommen mal vorbei und stellen uns euch vor und stellen auch die Kids gleich vor. Oh, er hat so Hunger. Ja, wir müssen nachher wirklich unbedingt nach Hause. Amanda ist sehr hungrig. Ja, okay, wir gehen ja schon nach Hause. Kannst du dir hier was nehmen? Nein, nimm das. Nimm das. Kann er sich da von denn nicht. Er kann doch das essen. Bestimmt. Das wäre ja super. Dann haben die Kids hier gerade was zu essen. So, wir stellen uns natürlich auch noch bei der Mutter vor. Fröhlich vorstellen. Er muss unbedingt aufs Klo. Okay. Ja, aber dann kennen wir diese Familie auch. Das finde ich ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, die Kids haben auch gleich noch was gegessen. Das ist super. Und dann können wir wieder nach Hause gehen. Die beiden Männer scheinen sich ja wirklich gut zu verstehen. Also das freut mich jetzt. Kompliment übers Haus machen? Ja. Okay, über Ängste reden? Ja, das hilft nichts. Wir müssten mit einem Senior. Ja, geh du mal aufs Klo. Wir müssen nach Hause. Unsere Kitties sind todmüde. Ist ja auch schon spät. Wir hatten heute einen langen Tag. Und morgen feiern wir dann Miguels Geburtstag. Also ab nach Hause mit uns. Aber ich freue mich, dass wir diese Familie noch kennengelernt haben. Familie Lopez. Scheint eine richtig nette Familie zu sein. Und da können wir bestimmt auch mal was mit denen unternehmen. Wir sind wieder zu Hause. Ich werde jetzt die Kiddies gleich ins Bett stecken. Beziehungsweise Cory und Sophia werden die Kiddies ins Bett stecken. Und dann würde ich aber die Folge tatsächlich hier auch schon beenden.
Ich fand, es war wieder eine richtig tolle Folge. Die Kleinen konnten ein paar Freunde machen. Und in der nächsten Folge ist es dann soweit. Miguel wird zum Kind. Ich kann es kaum glauben. Das ist der Wahnsinn. Es geht einfach der Wahnsinn. Es geht einfach viel zu schnell. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, dass die beiden es nochmal probieren werden, ob sie vielleicht noch ein Kind bekommen. Wer weiß, vielleicht wird es ja noch ein Mädchen. Wir werden sehen. Da müssen wir uns ja immer überraschen lassen. Aber ich glaube, das wäre schön, noch so ein Kind für die Familie. Und ja, ein bisschen ein Nachzügler. Ich meine, die Zwillinge und Miguel sind sehr nah aufeinander gekommen. Aber so ein bisschen Zeit brauchte Sophia jetzt schon, um sich davon erstmal zu erholen. Aber ich glaube, sie wünschen sich definitiv noch ein Kind, aber sie werden das auf jeden Fall zusammen noch besprechen. Ich bedanke mich wie immer auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!